Ich wurde geleakt und gehackt. Ja, ich glaube, das ist ein tolles Thema für den nächsten Part. Super Mario World. Ja, das ist random, aber gar nicht mal so, naja, ich sag mal, also unschön schon, natürlich, wer will nicht, naja, wer will eigentlich schon, dass seine Daten im Internet landen? Logisch, ich wurde nicht zu 100% geleakt, nur so erstmal vorweg. Aber trotzdem, ich wurde gehackt und geleakt, bis eben, ja, wirklich persönlichste Informationen sind nicht geleakt worden, aber interessante Dinge wie meine Telefonnummer beispielsweise sind im Internet gelandet. Und das auch unter der Verbindung beispielsweise von meinem Kanal. Also von meinem alten YouTube-Kanal. So. Ja, ist ein bisschen interessanter, um das Ganze zu erzählen, muss ich euch die Vorgeschichte nämlich dazu erzählen. Die Vermutung liegt im Raum, dass es eine gewisse Person war. Das ist übrigens ein Item für Yoshi. Die können wir jetzt nicht verwenden, die Flügel. Da wir kein Yoshi haben. Die Vermutung liegt im Raum, dass eine Person, die ich noch von früher kenne und hasse, mich tatsächlich einfach mal so im Internet geleakt hat. Einfach weil Lust und Laune. Keine Ahnung, was einem sonst dazu bringt, sowas zu tun. Wer denjenigen nicht kennt, dem sei jetzt nochmal gesagt, ich nenne ihn Master L. Master L ist ein nicht so netter Mensch. Der ist ein schon recht asozialer Pisser, der halt eben sehr, 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 sehr viel Scheiße in der Vergangenheit gebaut hat. Und ja, ich kannte ihn halt früher leider sehr gut. Ist einer der, ja, größten Fehler, die man so in seinem Leben hätte machen können. Aber ja, okay, das ist jetzt mal alles dahingestellt. Ich erinnere mich gerade leider nicht mal an den Secret Exit. Bin ich leider ehrlich. Oh, tot. Das geschieht mir recht. Das geschieht mir einfach recht, das war dumm. Ich erinnere mich jetzt echt nicht mehr an den Secret Exit, das ist traurig, aber okay. Passt schon irgendwie, regeln wir das hier. Ja, wie gesagt, Master L, früher sehr viel Scheiße gebaut und dementsprechend Hurensohn. Okay, sehr gut. Okay, ich glaube, der Secret Exit war tatsächlich irgendwie mit dem Yoshi-Charakter. Nee, Bullshit, ich erinnere mich an den Secret Exit. Wir brauchen Yoshi. Ich erinnere mich an den Secret Exit. Ich weiß es. Wir brauchen Yoshi und den holen wir jetzt aus der Top Secret Area. Wie gesagt, Master L, viel Scheiße gebaut und so weiter, kennt mich von früher, deswegen unangenehm, aber der hat halt immer noch meine Daten. Vergisst man nicht. So, ist so. Vergisst du nicht. Ja, und der hat dann meine Telefonnummer tatsächlich im Internet so einfach mal preisgegeben. Nachdem es ein interessantes Gespräch gab, natürlich die Vermutung kommt nicht einfach von irgendwo, dass er das war. Ja, erst einmal, er hat sich versucht, über meine E-Mail tatsächlich auf meinem Konto anzumelden. Hat er nicht geschafft, weil der Typ ist sehr strohdumm, deswegen. Das geht nicht so einfach, erst recht, wenn du so ein super kryptisches Passwort hast, dann kommst du da einfach nicht weit. Ist so. Also, wenn du ein Mensch bist, als Maschine ist das was anderes, aber er ist Mensch. Dementsprechend zum Glück keine größeren Probleme gehabt. Aber größere Probleme hatte ich dann tatsächlich, als es wie gesagt zu dem Leak kam. Erstmal das wieder verschwinden zu lassen, war eine große, große, große Scheiße. Vor allem, er hat es mehrere Male getan und mich auch unter falschem Namen geleakt. Also meine Telefonnummer immer noch angegeben, aber halt eben mit falschen Namen, dass die Leute halt eben mich anschreiben und dass sie ja da eben sagen: So, ja, hier, komm, mach mal. Ja, das ist der und der. Schreibt den mal an. Also, das ist sehr, sehr, sehr nervig gewesen. Sehr, 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 sehr nervig. Und vor allem einfach nur frech. So. So. Jetzt können wir hier fliegen und alles ist toll. Oh, wie schön. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von den Fuzzies hier erwischen lassen. Sonst sind wir, ja, am Arsch. Aber wie gesagt, der hat mich dann halt eben unter verschiedenen Namen im Internet geleakt, damit er halt eben, warum auch immer, Spaß hat. I don't know.
warum er das gemacht hat. Es hat ihm nichts gebracht. Er hat ja nicht mal mitbekommen, wenn irgendwas war. Deswegen, toll, das war lustig. Und deswegen meinte ich auch am Anfang, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Denn, wie gesagt, an sich war es nichts so Verkehrtes, denn mich haben schon lustige Nachrichten erreicht. Und vor allem, es dachten halt eben wirklich viele, dass ich halt irgendwer bin, der ich nicht bin. So. Was? Das war nicht der Secret Exit? Hä? Mit zum Secret Exit? Schaffen wir das? Das schaffe ich nicht, oder? Tja, belastend. Jetzt habe ich auch kein Yoshi mehr. Da wollen wir uns wieder ein Yoshi. Tja, ist so. Aber wie gesagt, die Vermutung kommt nicht von irgendwo her, dass halt Master L mich da geleakt hat. Denn, wie gesagt, es gab ein Gespräch zwischen ihm und mir. Über den Chat tatsächlich. Er hat mich angeschrieben auf Instagram. War sehr interessant. Und, naja. Dementsprechend lief das natürlich dann auch vom Verhältnis her zwischen uns beiden ab. Ich simpel geantwortet, was willst du von mir? Denn eigentlich meide ich Kontakt zu Menschen, die mir ja, schon mit Mord nicht, aber mit Körperverletzung drohen und so weiter. Ist schon nicht so geil. Zumindest kam es so wörtlich damals von ihm rüber. Ich solle ihm halt eben nicht auf der Straße begegnen, ansonsten sticht er mich ab und sowas, keine Ahnung, I don't know, weiß ich nicht mehr, es ist mir auch egal, denn das ist so ein Lauch, ihr müsst euch das vorstellen, es ist halt so ein 1,90, keine Ahnung, 1,90, 85, 1,90, sucht es euch aus, großer Lauch, der einfach mal, ja, der ist halt einfach da, wie so ein Stock, so, wie ein Stock. Den wirfst du um. Das ist nichts, ist das. Den wirfst du um. Das ist so. Ja, und ich meine das nicht böse, aber es ist ehrlich so. Na gut. Okay, er wollte es unbedingt so. Dann herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, ja. Das war dann halt eben... Das ist dann herausgekommen. Lustig, das Geräusch. Das ist dabei herausgekommen und ja, vermutlich... versucht er weiter Scheiße zu bauen, denn er hat sich, wie gesagt, versucht auf meinem Account anzumelden. Oh, nicht die Scheiße berühren. Bitte die spawnen. Ah, ich glaube, hier unten in die Röhre. Ja, wow. Wow. Ich brauche nicht mal Yoshi, diesen hässlichen. Ja, okay. Kurz einmal hier ins Kreuzfeuer. Und, hä? What the fuck? Wo ist denn... Ich glaube, ich erinnere mich an... Oh mein Gott, das war dumm. Ich glaube, ich erinnere mich an einen falschen Secret Exit. Oh ne, doch noch nicht. Nee, doch nicht. Alles gut. Das ist nämlich genau... Hallo, Mario? Kannst du bitte... Danke. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Gibt da so ein schönes Bild, wo Mario Yoshi nach unten schmeißt, um halt eben... durch das Ziel da unten oder unter das Ziel da durchzukommen. Und gibt da so ein schönes Bild im Internet, das ist so berühmt, das ist traurig. Aber gut, okay. Zurück zum Hacken von Master L und meinem Account oder meinen Accounts und sowas. Der hat recht viel Scheiße gebaut oder er hat versucht viel Scheiße zu bauen und ich habe hier echt nicht so gut abgesandt. Na gut, okay. Wie gesagt, falls... Also, er hat Fake-Accounts von mir erstellt, by the way. Das fand ich dann schon sehr, sehr unfreundlich, aber okay. Wollte er offenbar nicht anders. Das fand ich dann wiederum sehr beschissen, weil, naja, er hat halt versucht, irgendwelche Leute, er hat halt versucht, irgendwelche Leute zu täuschen. Und ich bin ja zum Glück jetzt niemand, bei dem das irgendwie weitreichende Konsequenzen haben könnte, wenn ich jetzt irgendwem, oder halt nicht ich, aber wenn halt mein Account halt irgendwem Hurensohn schreibt. Ja, dann klärt man das kurz und dann ist fertig. Yeah. Okay, das war... Ja, Kock! Und dann schaffe ich es nicht mal.
Ich bin traurig. Innerlich weine ich gerade. Innerlich weine ich gerade. Ach Gott. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Story. Ich weiß nicht, was es ihm gebracht hat. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht... Oh Mann! Ich weiß auch nicht, wie er sich dabei gefühlt hat, ob er das geil fand oder so. Vor allem, warum hasst der Typ mich so? Ich habe ihm nichts getan. Also, for real, ich habe ihm echt nichts getan. Den ganzen Scheiß von früher und so, das hat er sich alles selbst eingebrockt. Erstmal das. Und zweitens, ja, Pech gehabt. Lol. Sei halt kein Hurensohn. Sei halt kein Hurensohn. Aber er ist nun mal ein großer Hurensohn. Ach du verfickte Scheiße. Uiuiui. Weswegen ich dem Ganzen halt eben dann dementsprechend negativ gegenübergestanden habe. Als er natürlich versucht hat, dann sich in meinen Account einzuloggen und sich als mich auszugeben, um mir meinen Ruf zu schädigen. So, wie gesagt, ist halt eben irrelevant. Ob er da jetzt irgendwelchen Leuten versucht, Huren so zu schreiben und sowas. Vor allem auf meinem Kanal, das war sehr lustig, als ob ich ihn nicht einfach blocken könnte oder so. Ja, so weit denkt der Typ nicht, er findet es einfach lustig. Er hat zum Beispiel auch auf meinem Twitter-Account irgendwelchen Leuten geschrieben. Hat halt auch nichts gebracht, ich folge gefühlt irgendwie keinem. Also Privat-Twitter-Account meine ich jetzt so. Der, by the way, eigentlich stillgelegt ist seit 2018 oder so. Vermutlich. Irgendwie so. Und den Dreh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall lange, lange stillgelegt ist. Ja, das bringt ihm halt dann auch nichts. Auf meinem Privat-Instagram-Account hat er auch lustige Dinge geschrieben unter Posts von mir. Da hat er halt eben, wie gesagt, mein Profilbild geklaut. Und dann halt, ja, gesagt, yo, das bin ich, Hurensohn. Und dann hat er halt eben irgendwelche Randoms beleidigt, so. Meistens nicht mal Leute, die ich wirklich in echt kannte. Ist schon interessant, also, ja. Ich bin nur froh, dass er echt so ein Honk ist. Und irgendwie die Intelligenz einer Topfpflanze hat. Deswegen, also, ich bin da ganz okay. So, up. Mach mal den hier bitte, danke. Oh, Yoshi. Ja, nice. Dann gönnen wir uns den nochmal. Ah, ich dachte, wir gönnen uns den jetzt. Ich dachte, wir gönnen uns ihn. Und was kriegen wir? Oh, die Wolke. Na, dann gib mir mal hier geile Dinge raus. Okay, der Pilz. Na gut. Was bringen uns eigentlich diese Münzen? Wenn man es ganz streng nimmt, eigentlich gar nichts, oder? Kriegen wir nicht irgendwann ein Leben? Ja, doch. Kriegen wir. Nice. Okay. So. Geh mal bitte weg, danke. Du eigentlich auch. Dich brauchen wir auch nicht, du Arschloch. Klatsche ich dir halt eine mit meinem Cape in die Fresse. So. Warte, wir wollen mal versuchen, die 50 zu erreichen. Yes! 50, nice. Haben wir das auch mal im LP? Finde ich gut. Naja, also was ich euch damit eigentlich alles sagen will. Versucht die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Die ist echt verdammt wichtig. Egal für was, die ist echt verdammt wichtig und nützt tatsächlich was. Die ist gut, die ist recht okay, die ist gut. Tatsächlich, man kann sie umgehen, aber die ist gut. Und für solche Idioten auf jeden Fall gut. So, deswegen ausführen, ja? Einfach ausführen. Und nicht groß denken, machen. Okay. Du sollst den Wiggler fressen. Ja, okay. Oder so. Ja, wie gesagt. Du sollst den Wiggler immer noch fressen. Ja, das ist halt so eine Sache für sich. Einfach aufpassen, dass hier halt keine Weirdos
Weil das ja halt keine Opfer werdet von irgendwelchen Weirdos, du Hurensohn. Bin ich gerade mit Yoshi gestorben? Ich bin gerade mit Yoshi gestorben. Das ist weird gewesen. Aber ich kenne den Bug, das ist tatsächlich machbar in Mario World, aber. Ja, nice. Danke. Moment. Okay, danke dir. Ganz fresh. Ich versuche das jetzt mal nicht nochmal zu reproduzieren. Habe ich nicht so Bock drauf. So. Deswegen, wir lassen die Wiggler mal Wiggler sein. Und springen einfach nur über sie rüber. Ich glaube, das ist ganz... Oh, scheiße, jetzt habe ich den Stern. Oh, wobei, hier ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man ein paar Leben farmen. Geil. Guck mal hier, ein paar Leben. Bam, bam, bam. Nice. Und Yoshi lassen wir jetzt mal hier. Denn wir wollen hier rüber. Denn der Wald der Illusionen ist, ja, etwas sehr Schönes, wie ich finde. Cooles Ding, denn hier müssen wir Rätsel lösen, um an unser Ziel zu kommen. Denn wenn wir einfach nur die normalen Ausgänge nehmen und nicht die Secret Exits finden, kommen wir tatsächlich nur immer wieder im Kreis raus. Das heißt also, hier, der Secret Exit führt jetzt zum nächsten Level. Ein Geisterhaus, by the way. Und der normale Exit, werdet ihr ja gleich sehen, der wird uns nur im Kreis führen. Heißt also, der bringt uns wirklich original gar nichts. So, und ja, das hier sind auch wieder so Stellen, bei denen Kinder tatsächlich gehangen haben. So. Naja, warum, ist ja wohl klar. Ich meine, wie kommt man darauf, mal eben so Secret Exits random zu finden? Ja, man könnte drauf kommen, wenn man älter ist, aber Kinder, ich weiß ja nicht. Ist immer so eine Sache. Ich denke mal so, nee. Nee, einiges war damals schon echt sehr hart. Einiges, oh fuck. Ja, okay, wir brauchen Yoshi eh nicht. Einiges war schon sehr hart. Entschuldigung, Wiggler. Es tut mir leid. Aua. Das ist ein bisschen zu viel fürs SNES. Es laggt. Hier gibt's nur den P-Kack. Obwohl, können wir auch nehmen. Kleiner Mario. Das sieht so geil aus, ey. Na genau, dem Spacken wollte ich ausweichen. Ja, jetzt ist eigentlich auch egal. So, was kriegen wir jetzt da raus? Ein Pilz. Hallo? Ich will den haben. Lauf ihm hinterher. Lauf! Ja! Wir haben ihn noch bekommen. Episch. Okay, ihr seht hier, da. Es führt theoretisch im Kreis. Also, jetzt kommen wir zum anderen Level natürlich, aber es führt im Kreis. So, wenn wir nur den Secret Exit nicht finden, so, es führt immer wieder im Kreis. Gut. Okay, Wasserlevel. Das ist dumm. Oh Gott. Das war noch dümmer. Oh, da passen wir nicht durch. Da, warte mal. Oh! Kannst du bitte einmal nicht irgendwie Scheiße bauen oder so? Ist es okay? Können wir das einrichten oder müssen wir dafür extra Anträge stellen oder sowas? Wir gönnen uns mal den neuen Block. Oder auch nicht, denn der geht jetzt kaputt. Daumen hoch, ihr guckt beim besten Let's Player, Alter, wie geil. Na, wird der Part heute wieder ein bisschen länger. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir machen ja gerne längere Parts. Oh, die können wir auch nicht verletzen. Schlecht. Wir machen ja gerne längere Parts. Nee. Bin sowieso gerade auf so einem Trip, irgendwie lange Parts zu machen. Ich weiß nicht warum. Seit City Sky... Okay, das ist dumm. Ja, kacke. Seit City Skylines läuft, bin ich tatsächlich eher auf so einem Trip, lange Parts zu machen. Eigentlich ist das ja nichts Verkehrtes, aber wer guckt sich so lange Parts an? Die arme Watchtime. Ja, toll, jetzt ist der tot. Hm. Das war nicht Sinn der Sache.
Ich mag aber die Unterwasserphysik von Super Mario World tatsächlich am meisten. Boah, Alter, was war das denn für ein Move, Junge? Total vernichtet. Geil. Ja, ja. Ach, fuck. Das ist echt ein bisschen beschissen gewesen alles. Aber ja, wie gesagt. Ja, passt einfach auf. Passt einfach auf. Im Internet. Und vertraut nicht. Oh, warte, das Leben kriegen wir. Geil, geil, geil. Oder auch nicht. Okay, wir kriegen es nicht. Oder? Ja, ne, wir kriegen es nicht. Pff. Toll, großartig. Wie kann man sich das Leben verbauen? Da seht ihr es. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was das überhaupt bedeutet, das Leben verbauen. Wie schlecht. Und ja, das war ein sehr, sehr schlechter Wortwitz. Und ja, ihr dürft dafür auch disliken. Oh mein Gott. Scheiß. Fuck. Nee, geh da mal so durch, bitte. Jetzt hier oben hin. Nochmal schneller. Okay, das ist schlecht. Aber auch nicht unmöglich. Caramba. Oh, was? Oh, Pilz. Und hier unten ist das Secret Exit, by the way. Zumindest Schlüssel und Schlüsselloch. So, bam, fertig. Wir könnten übrigens den Schlüssel hier auch durch die Wand backen. Das geht auch wieder. Das geht in Mario World erstaunlich gut. Aber okay, sei mal jetzt dahingestellt. So. Und der führt uns Gott sei Dank zum blauen Shadow Palast. Gut. Wir müssen jetzt warten, bis die scheiß Viecher hier unten sind. Wenn wir nämlich die Schalter aktivieren, dann verdoppeln die sich nur. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir brauchen nämlich den hier und natürlich spawnt jetzt alle da oben. Das ist so witzlos. Ach, wir hätten zuerst die Münzen wegmachen müssen. Trottel. Ja gut, dann hast du es auch nicht verdient, die Münzen zu bekommen, wenn du absolut scheiße baust. Aber gut, okay. Dann ist okay. Kann man ja ruhig mal machen. Ah ja. Aber wie gesagt, ihr seid gewarnt, falls aus irgendeinem Grund mal irgendein Account euch anschreibt, der meinem ähnelt, es aber nicht ich bin, weil man erkennt mich ja wohl offensichtlich. Denn wenn man auf unserem Discord ist beispielsweise, dann sieht man, okay, ich habe einen Rang, ich habe eine unverwechselbare Nummer hinter meinem Namen, die auch nicht irgendwie fuck you, die auch nicht irgendwie ausgetauscht wird, habe ich nicht vor und das werde ich auch nicht tun. Geht zwar über Discord, aber mache ich nicht. Wie gesagt, sind alles so Dinge. Ey, leck mich doch an meinem Arsch, Alter. Kreuzweise. Kreuzweise. De, 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 de. Komm, runter, los, Werner, geh weg, hau ab, Arschloch. Gut. Das regeln wir so, das haben wir gut geregelt. Bin ich nicht ein Profi? Ja, ihr seht Mario World Profis hier beim Spielen zu. Oh, ist das ein Scheiß. Hier könnten wir eventuell heute wieder verrecken. Mit Ansage! Mit Ansage! Ich habe nicht gesehen, dass der Hurensohn wach ist. Okay, kack. Jetzt mach mal vernünftig, komm, die Leute wollen nach Hause, ins Bett, mir egal. Und schauen sich hier den Part nur zur Entspannung an und... Oh, leck mich doch am Arsch. Ich werde hektisch. Ist gar nicht gut. Okay. Ich merke, wir kommen hier... Alter! Ich merke, wir kommen hier nicht durch mit Aggressionen. Das heißt, wir warten jetzt, okay?
warten. Jetzt nehmen wir uns den hier, damit wir ein bisschen schneller sind. Ein bisschen. Ja. Gut, und jetzt kommen wir eine Feuerblume raus, richtig? Ja. Die können wir auch benutzen, um zum Beispiel hier Fischstäbchen aus denen zu machen. Oder halt eben, um diesen Hunden auszuweichen. Das geht auch. Oh, das ist alles ein Ding der Möglichkeit. Das geht. Das ist normal. Natürlich war das jetzt ein Fail. Warum auch nicht, Alter? Hau mal bitte ab, danke dir. So, und jetzt klären wir das mit dem hier. Ja, der ist jetzt auch gebrutzelt, sehr gut. Und natürlich sind wir 20 Mal vom Ziel verreckt. So, und der kann unter Wasser, by the way. Natürlich. Der kann unter Wasser natürlich nichts ausrichten. Ganz großartig. Okay. Bisschen failig heute, aber ganz ehrlich, muss auch mal sein. Dafür hatten wir aber auch ein echt interessantes Thema, meiner Meinung nach. Ja, wer will, der kann ja gerne mal Ausschau halten nach Bonusspiel. Nach irgendwelchen Leaks oder so und keine Ahnung. Wer Bock hat, der kann das gerne machen. Macht kein Geheimnis draus, sonst würde ich es nicht erzählen. Soll er ruhig versuchen, was zu machen. Kleiner Hurensohn. Ich hoffe einfach nur, dass er Ruhe gibt. So. Ich weiß nicht mal, ob er die Videos hier schaut. Ich hoffe mal nicht. Wäre bescheuert, aber okay. Passt schon. Im nächsten Part geht's hier oben weiter. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und pass auf euch auf. Ciao.